Ein Bombardement von der größten Flotte, die Marine jemals versammelt hat. 100 Schuss die Minute, bis sie sich ergeben. Ungültiger. Mr. Lincoln, ich hasse die Bande. Wahrlich. Ich bin ein Mann mit Vorurteilen. Der Kongress darf nie jene für gleich erklären, die vom Schöpfer ungleich erschaffen wurden. Du willst den Artikel verabschieden lassen, um die Sklaverei abzuschaffen? Niemand wurde jemals so sehr vom Volk geliebt wie du. Verschwende diese Macht nicht. Am nächsten 1. Februar gedenke ich, den Zusatzartikel zu unterschreiben. In dieser Schlacht geht es um Leben und Tod. Diese Männer aus dem Süden kommen mit einem Friedensangebot. Die Abschaffung der Sklaverei besiegelt das Schicksal von Millionen, die heute Leibeigene sind. Und von Millionen, die noch kommen. Frieden mit den Konföderierten oder der Zusatzartikel. Sie können nicht beides haben. Die Sklaverei, Sir, ist Geschichte. Selbst wenn alle Republikaner dafür stimmen, so fehlen uns immer noch 20 Stimmen. Nur 20? Sklaverei ist die einzige Kränkung des Naturrechts. Und selbst so unnütze, unwürdige Leute wie Sie sind von dem Gesetz gefährlichst gleich zu behandeln. Diese Stimmen müssen beschafft werden. Abgeordnete gibt's billig, 2000 und Sie haben sie alle im Sack. Wir können doch keine Stimmen kaufen. Sehen Sie, was Sie tun können. So viele werden sterben, wenn Sie nicht bald Frieden schließen. Ich kann den Krieg nicht beenden, solange wir uns nicht von der Sklaverei kuriert haben. Und das Heilmittel dafür ist dieser Artikel. Wir brauchen 2 Ja-Stimmen. Scheren Sie sich raus und beschaffen Sie sie. Aber wie? Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten, ausgestattet mit immenser Macht. Sie beschaffen mir die fehlenden Stimmen. Schließen Sie einen Kompromiss, sonst gefährden Sie alles. Der Krieg ist in einem Monat vorbei. Wir werden mit absoluter Gewissheit alles verlieren. Schießt mich tot, ich stimme mit Ja. Lassen Sie die Verfassung in Ruhe. Heute werden wir abstimmen. Nein, Sie kränken Gott. Ja. Verräter! Ruhe!